Ja, herzlich willkommen zum letzten Spiel diese Woche. Herzlich willkommen zum Duell mit Real Sociedad San Sebastian. Schön, dass ihr wieder am Start seid bei FIFA 23, unsere Karriere mit Bilbao. Wir ziehen da vorne unsere einsamen unsere Kreise, aber mein Ziel ist es natürlich noch, die Champions League zu gewinnen. Da sind wir stand jetzt relativ gut drin. Und das Wichtigste, was ich jetzt gerade, bevor ich euch jetzt sage, das Wichtigste ist das nächste Spiel, was danach kommt, also nach diesem Duell mit Real Sociedad, ist dann das Duell mit dem Lech Posen. Ein Pflichtsieg und dann sollte es eigentlich durchaus gut aussehen, dass wir in der nächsten Runde stehen. Aber wie gesagt, jetzt noch nicht. Jetzt erstmal. Okay. Na dann, auf geht's. So, also gut, unser Spieler ist. Warte mal, was habe ich jetzt falsch gemacht? Habe ich Sanchez jetzt gegeben? Ja, Kunja. Oh, ich habe schon gerade gekriegt. Ich habe gerade keinen Schock gekriegt. Es ist ein mit Spannung erwartetes Spiel, über das seit Tagen schon diskutiert wird. Und jetzt ist es endlich soweit. Gleich geht's los mit Real Sociedad gegen Athletic Bilbao. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde Sie mit Frank Buschmann durch das Spiel begleiten. Und heute freuen wir uns auf ein Spiel aus der La Liga Santander. Real Sociedad gegen Athletic Bilbao. Kann losgehen, Wolf. Ich denke auch, das ist ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Sie entscheiden sich für ein 4-4-2 mit Raute. Eine beliebte Taktik, weil du damit für Lücken sorgen kannst, gerade über das Tempo im Mittelfeld. Wir sehen eingeblendet die Aufstellung von Bilbao. Kepa steht im Tor, Mikel Oyarzabal steht mit Iker Muniain auf Außen. Und vorne drin sehen wir bei Ihnen heute zwei Stürmer. Ich bin sehr gespannt, wie bei Ihnen das Zusammenspiel funktioniert. So, okay. Ich habe euch jetzt gerade nur so ein bisschen. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Die Stimmung mal aufsaugen lassen. Also wie gesagt, jetzt das Duell mit Real Sociedad. Ich hätte so ein bisschen rotieren können, eigentlich mehr oder weniger. Ich wäre gar nicht so schlecht gewesen eigentlich. Muniain am Ball. Aber jetzt wollen wir natürlich hier diese drei Punkte mitnehmen. Was jetzt heute nicht so wichtig wäre.
Sanjan. Marusic. Bryce Mendes. Es gab im Vorfeld dieses Spiels Diskussionen um ihn. Denn er muss heute gegen sein früheres Team ran. Ganz einfach ist das nicht, oder Buschi? Nein, die Frage. Aber jetzt bekommen Sie erstmal die Chance. Boah, unglaubliche Parade. Kipper. Damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne nochmal ansehen. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch eigentlich schon drin. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Voigt, Inara. Er hat ja nicht auch holen können, aber der ist auch schon 32. Und ich wollte da nicht zu alte Spieler holen. Da ist die Chance. Moffi hat die riesen Chance. Da und dann ist er. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Er zieht da an seinem Mann vorbei. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Also 1-0. Der Gegner führt schon mal. Und ich wollte eigentlich ungern im Derby hier die Niederlage erste Saisonniederlage kassieren. Und gerade vor diesem wichtigen Spiel gegen Posen. Also Posen ist jetzt, Berndio war jetzt mehr oder weniger Pflicht, dass wir das gewinnen, um weiter am Fenster zu bleiben. Und Posen müssen wir gewinnen, um vielleicht sogar heute morgen die letzte Runde klar zu machen. Heute morgen am Montag. Erstmal bereinigt. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stock. Das war wichtig, dass er da nimmt. Sanchez. So. Oh, ey. So. Schönes Dribbling hier. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Flanke. Ah, die Flanke ist ein bisschen zu. Er ist da und hat den Ball. Bei David Silva. Den Zweikampf führt er sehr gut. Williams. Ja, schönes Ding auf immer Muniain, Entschuldigung. Nicht immer Neu, sondern Muniain. Und Olmo, der kann! Erster Vorteil, aber der ist dann kein Morphy jetzt mit Gelb. Doch noch die Verwarnung. Alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri. Da kommt die Ecke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Muniain. Ja. Williams! Klasse Tackling. Der Tritt, der war leichter Tritt mit dabei, meiner Meinung nach. Also wir kommen noch nicht in die Abschlussposition. Wir haben immer wieder so ein bisschen Situationen, wo wir sagen können, ja, passt so, aber... So! So! Gehalten, stark gemacht. Natürlich eine gute Gelegenheit jetzt. Solche Chancen sollten sie nutzen.
Die Ecke wird kurz ausgeführt, ja. Ja, also, dann ist es nicht so. Ja, da ist Platz jetzt. Nee, da steht den also, wir stiegen mit 0-1 hinten. Und probieren es jetzt nochmal. Ah, warum spielst du den da vorne rein? Mit viel Druck den Ballverlust erzwungen. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Ecke. Quatsch, Ecke. Einwurf für uns. Es gibt Einwurf. Daniel Olmo. Iñaki Williams. Ist es das jetzt? Williams. Ja! Das war so wichtig. Ich habe jetzt überhaupt gezögert, weil ich gedacht habe, ah, konzentrieren, draufbleiben und jetzt steht es 1-1. Jetzt haben wir den direkt vor der Pause noch den Ausgleich kassiert. Gemacht, Entschuldigung. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualität, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Es geht in die Pause. Da ist der Pfiff. Der erste Durchgang ist also beendet in dieser Begegnung. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. So, also Pause. Jedenfalls. So, die Pause ist vorbei, es geht weiter. Anstoß hat Bilbao. Wichtig ist erstmal, dass wir den Ausgleich geschafft haben, dass wir hier im Spiel wieder drin sind. Schiedsrichter lässt laufen, Vorteil. Ja, das ist leider ein bisschen weit weg. Juan Foyt. Ja. Wieder Ballverlust. Also das Ding ist ja noch nicht durch, definitiv nicht. Auch wenn wir jetzt, wie gesagt, das kleine Momentum. Freund, sehr gut abgelöst da. Das Vidal da ein bisschen auch, dass Vidal den hat. Und wieder mit dem Passer, okay, abseits. Dieser Ding ist definitiv noch nicht durch. Die Jungs sind drin in der Partie. Dani Olmo. Klasse Chance jetzt. Und Maurice, da ist das Ding. Das Spiel ist gedreht. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Das war Ding jetzt hier. Also Aufgabe ist erstmal. Jetzt haben wir den Ball durch. Oh ja, aber der Platz! Der macht ihn! 3-1! Jetzt haben sie es! Das ist wichtig. 2 Tore Führung jetzt. Einmal komplett gedreht. Wie gesagt, es ist ja nicht so, dass so sieht da sowas von raus ist aus der Partie, dass die eigentlich kommen, die sind eigentlich drin, die haben ihre Situation, die haben immer wieder seine ihre Situation, aber sie machen es halt nicht. Und dann ist es so, ja, Sabal, der das Ding einfach kurz mal mit dem Außenriss reinlegt. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei.
energisch den Ball geklärt. Es gibt Einwurf. Es gibt einen Wechsel. Ja, warum denn nicht? Man muss auch mal aus der Distanz was versuchen. Gehalten, aber sonderlich schwierig war das am Ende ja dann auch nicht. Athletic Bilbao hat in diesem Spiel bislang wirklich eine überzeugende Ball. Ja, das habe ich mir mit gezögert, weil ich gedacht habe, ich kriege den noch da durch. Nee, jetzt. Wenn du Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzen kannst, dann kommt ein überlegener Auftritt raus. Das ist die Führung. Auch jetzt. Olmo, Olmo, schönes Ding. Nicht konsequent genug, Szene geht weiter. Am Ende so, man führt ja jetzt mit 3-1. Man hat scheinbar alles im Griff, aber man hat auch so Spieler schon abgegeben. Gegen Real zum Beispiel zuletzt. Moffi, der haut das Ding aber drüber. Gegen Real haben wir wieder 3-0, 3-1 geführt und haben das Ding dann verloren, haben wir unentschieden gespielt. Also, noch ist hier überhaupt nichts durch. Sie rücken schön nach, bieten Sie an. Olmo. Dani Olmo. Olmo. Gute Chance für Dani Olmo. Er versucht's. Ja, den hält er natürlich. Ja, da war, glaube ich, schon ein Abpraller mit drin. Ich glaube nicht, dass das unser Mann gerade war. Das ist kein Problem. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Nächster Gegner, wie gesagt, ist Lech Posen. Aber das kennen wir mit Bayreuth. Was ähnlich hat man, glaube ich, mit Bayreuth, mit Finna, wo wir die unbedingt hätten schlagen müssen, um das Ding als Gruppenerster weiter zu machen, wo wir dann unentschieden gespielt haben zu Hause. Ja? Jetzt die Chance. Er stellt den Oh, die hat jetzt das 2-3. Vidal kann den erst noch. Nur noch eins. Ist das denn zu fassen? Spannung pur. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Vidal kann das Ding noch klären. Zunächst kommt die Flanke. Er lässt den Ball dann noch kurz aufspringen und dann. Also, Gibril Zou. Zacke Fusa Kubo. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Den Ball hat er gut geholt. Meine Meinung nach abseits Moffi, ja. Wollte gerade sagen, ist es. So, da viel zum Thema. Wir sind auf Nummer sicher. Wir können rotieren. Nein, können wir nicht. Momentan noch nicht. Ja, der Ball war nicht im Aus. Muniain. Wird das die Entscheidung? Oh, Williams. Jetzt können wir wechseln. Jetzt ist es durch. Jetzt müsste es eigentlich durch sein. Jetzt werden wir nämlich die Rotationsmaschine anwerfen. Also 2-4 jetzt der Spielstand. Und jetzt müsste die Hausaufgabe erledigt sein. Für Athletic Bilbao. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Den macht er ganz sicher. Ja, den lässt er sich natürlich. Neuer Spielstand 4-2, 6 Treffer haben wir ja bereits gesehen. Sie kommen über den Flügel. Ja, vom ja. Der Ball geht an den Pfosten. Damit ist diese Szene natürlich erstmal beendet. Oh, das können wir Kein Abseits, wieder Libre. Via Libre. Aktion geht weiter. Und rein ins Glück, 2-5. Sociedad ist komplett über Wert geschlagen. Die so schlecht waren die gar nicht. Aber Bilbao ist halt einfach eisekalt. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu halten. Ende, aus, Durchsage. Damit steht es fest, die Gäste haben gewonnen. Ja, wieder mal sind sie nicht aufzuhalten. Sie machen ihre Tore, wie wir das von ihnen kennen.
sind ohnehin die Mannschaft mit dem besten Sturm deutlich zu erkennen. Eigentlich, wie gesagt, die haben ja eins nur geführt lange bis kurz vor der Pause. Dann haben wir das Ding ja nochmal auf 1-1 gestellt und dann haben wir es aufgelegt. 3-1 weg, 3-2 der Angriffstreffer. Dann war es auf einmal wieder so ein bisschen, bitte nicht schon wieder. Aber dann halt der Doppelschlag von eben Iñaki und Asia Villa Libre, die zwei Tore nochmal. Und dann steht es am Ende 2-5. Da haben sie jetzt Platz. So. Scouting, ja, alles gut. Gut, ich bin raus für heute. Wir sehen uns morgen wieder dann um 14. Nee, am. Was für. Halt. Nächsten Morgen. Ja, doch, morgen, klar, 14 Uhr, nicht Posen. Ich hab schon, wollte gerade sagen, wir sind ja heute am Montag. Ja, wir sind dann raus. Und dann geht's tatsächlich schon ein bisschen weiter um die Champions League. Und dann gibt's mit einem Sieg, hätten wir 10 Punkte. Und dann müssen wir mal gucken, was der Kontrahent da unten macht. Also wie gesagt, mit dem Sieg sind wir wieder durch oder Erster. Wie auch immer. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Hier bei Let's Play FIFA 23.